Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Zocker begleitet am Sonntag das Kreisliga Heimspiel des SV Hammerschmiede, das erste in der Kreisliga. Bei mir jetzt der Erich Vollmann, Trainer beim SV Hammerschmiede. Herr Vollmann, herzlich willkommen. Der Auftakt beim TSV Göggingen ging ein bisschen in die Hose, 0-5. Wie sehen Sie die Leistung und das Ergebnis jetzt mit ein paar Tage Abstand? Also das Ergebnis ist natürlich sehr unerfreulich, ganz klar. Speziell die erste Halbzeit hat mir die Einstellung überhaupt nicht gefallen. Wir haben also zu viel Respekt gehabt. Mir ist es fast schon oft so vorkommen, dass die Mannschaft ängstlich agiert, ja. Ich weiß nicht, mit was es zusammenhängt. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, ja. Keine großartigen Verletzungen gehabt. Wir haben auch eigentlich gute Generalprobe gehabt vor der Punkterunde. Umso mehr war es für mich unverständlich, dass wir in der ersten Halbzeit so respektvoll in das Spiel reingegangen sind und eigentlich den Gegner gar nicht attackieren haben können, aggressiv zumachen können haben, die Räume. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben uns eigentlich ganz was anderes vorgenommen. Ja, wir wollten eigentlich den Gegner kommen lassen, sobald in unsere eigene Hälfte geht. Wollte man natürlich zustellen, aggressiv angreifen, ja, und dadurch versuchen, dann einfach über den Ballbesitz schnell umzuschalten, dann einfach den einen oder anderen Konter zu setzen. Ja, das Wichtige ist jetzt diese Woche die Mannschaft wieder aufzubauen, ja, einfach zu sagen, ja, Männer, wir müssen das Beste daraus machen, analysieren und natürlich dementsprechend auch mit der anderen Einstellung in das Spiel am Sonntag reingehen. Es ist das erste Heimspiel, ja, in der Kreisliga. Der Gegner ist mit Sicherheit kein leichterer wie diese Woche. Auch Leidershofen war in der letzten Saison vorne mit dabei, ich glaube am 4. oder 5. Platz. Also es wird nicht einfacher. Und wir sind Aufsteiger aus der Kreisklasse. Wir müssen uns in der Liga den Respekt verschaffen. Und es geht nur, dass wir einfach Ergebnisse erzielen, die erfolgreich sind für uns, dass wir Punkte holen. Dann verschaffen wir uns Respekt. Jetzt haben wir heute Dienstag. Es liegt noch das Donnerstag-Training vor Ihnen. Wo legen Sie die Schwerpunkte? Am Donnerstag, also heute, wie gesagt, heute die Zweikampfgeschichten. Und am Donnerstag wird natürlich immer viel im taktischen Bereich gearbeitet. Es ist halt leider nur in dem Amateurbereich möglich, dass man zweimal trainiert. Ja, wir werden defensiv die Viererkette nochmal ansprechen. Wir werden nochmal Übungen machen, ja, wie man richtig verschieden, wie man gegen einen Gegner arbeiten. Ja, dass man einfach hier die Räume besser zumachen, dass man verstehen, wie das Prinzip funktioniert. Und natürlich dann noch Torschusstraining machen und dann noch Abschlussspiel, wo sich nochmal jeder zeigen kann. Ja, ich sage auch immer, das Abschlussspiel ist eigentlich die letzte Aktion, wo sich Spieler zeigen kann vor dem eigentlichen Spiel am Wochenende. Und da muss er eigentlich nochmal einiges geben. Und somit erwarte ich halt dann schon, dass da einfach mal richtig Feuer drin ist. Ja. Um mir einfach die Entscheidung schwer zu machen, wer lässt denn letztendlich auflaufen am Sonntag. 5:0, da steht natürlich die gesamte Mannschaft in der Pflicht. Gerade jetzt beim ersten Heimspiel. Wie wichtig ist es jetzt, das Heimspiel eigentlich zu gewinnen, um nicht gleich am Anfang der Saison die Zuschauer, die ja erwartungsvoll in die Kreisliga-Saison zu gehen, ein bisschen zu vergraulen? Man muss ja das Publikum und die Zuschauer jetzt auch für sich gewinnen, gerade jetzt beim ersten Heimspiel. Also ganz wichtig ist beim ersten Heimspiel nach dieser 0-5 Niederlage, nach dieser Auftaktniederlage einfach zu punkten, ja. Ich sage, es ist ganz, ganz wichtig. Erstmal um die Zuschauer natürlich auch, sage ich mal, wieder, dass die wiederkommen und sagen, okay, ich gehe am Sonntagnachmittag, schauen wir die Hammerschmiede an, weil ich da siege attraktiven Fußball, der auch von der Einstellung her passt. Dass nicht immer alles spielerisch so klappt. Das kann ich akzeptieren, ja, und da können wir auch daran arbeiten. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass am Sonntag hier eine Mannschaft auf den Platz geht, die von der ersten Minute an absoluten Willen erkennbar macht. Mit jeder Art, mit jeder Aktion, die sie bringt auf den Platz, Willen erkennbar zeigt, dass sie das Spiel gewinnen will, dass wir das erfolgreich bestreiten. Und diesen Eindruck müssen wir, denke ich, bei den Zuschauern hinterlassen. Das sind wir ihnen ja auch noch schuldig nach der Leistung vom letzten Freitag. Dann denke ich, dass wir schon auf einem guten Weg sind und das Spiel auch erfolgreich gestalten können. Natürlich steht die Mannschaft in der Pflicht, aber wer speziell im Einzelnen muss am Sonntag vorangehen? Welche Spieler stehen besonders in der Pflicht als Leistungsträger? Also ich möchte jetzt nicht das Ganze an Namen aufhängen. Natürlich haben wir Leistungsträger wie zum Beispiel im Tor ein Samba Gumo, der also Erfahrung hat aus oberen Ligen. Ja. Dann sind es unser Daniel Winterhalter, der schon bei DRK Leerhausen gespielt hat, Bezirksoberliga-Erfahrung hat. Ja. Es ist der Thomas Bock, der auch bei mir als Co-Trainer ein bisschen so fungiert von der Erfahrung her, der auch schon Bezirksliga gespielt hat. Ja. Und natürlich auch Stefan Winterhalter, ja, der
probiert hat bei DOK Lehausen und bei Schwaben, da in der Stammmannschaft gespielt hat. Ja. Ich möchte nicht allein die Verantwortung auf diesen Schultern jetzt verlagern, auf diesen Spielern. Die müssen halt mit gutem Beispiel voran, die müssen die Mannschaft führen, die müssen durch ihr Verhalten auf dem Platz, müssen sie natürlich hier auch, sage ich mal, mit gutem Vorbild vorangehen, dass die Mannschaft sie an denen aufrichten kann. Das ist das Entscheidende, ja. Aber letztendlich ist die Mannschaft in der Pflicht und das sind halt 11 Spieler oder die Auswechselspieler, die noch eingewechselt werden. Herr Vollmann, Sie haben jetzt einige Namen genannt. Winterhalter, Zambak sind Namen, die sich mit dem Amateurfußball ein bisschen auskennen. Die Namen sind geläufig. Wie ist dann die Erwartungshaltung als Aufsteiger heuer? Also ich habe vor der Saison schon gesagt, für einen Aufsteiger und ich sage, mit dieser Konstellation, wie es wir haben bei uns in der Mannschaft, muss es einfach die Saison, der Klassenerhalt, das muss das Saisonziel sein. Das wollen wir so früh wie möglich erreichen, ja, nach Möglichkeit, und dann kann man immer die Ziele nach oben schieben. Aber letztendlich ist das primäre Ziel, einfach mal hier den Klassenerhalt zu schaffen. Ja. Gut, Herr Vollmann, Sonntag sehen wir uns hier gegen den TSV Leidershofen zum ersten Heimspiel des SV Hammerschmiede. Wir wünschen Ihnen mehr Erfolg als beim Auswärtsspiel in Göckingen und dann sprechen wir uns nach dem Spiel wieder. Danke fürs Interview. Okay. Alles klar. Tschüss.